Ole ole YouTube und ein an meine Freunde des gepflegten Schusses. Jawohl, willkommen zurück, willkommen dabei, für die, die mich nicht kennen. Ja, ein, zwei Sätze zu mir, meinem Kanal, vielleicht auch die, die es kennen, meinen alten Kanal. JGang1984, der Kanal wurde jetzt erstmal eingeschläfert, weil einfach viel zu viele YouTube-Liken nur noch auf dem Kanal waren. Ich habe es zu sehr schleifen lassen, auf jeden Fall meine Schuld. Ich hatte auch keine Zeit über die Schule und so weiter. Und da dachte ich, warum nicht mit einem neuen Kanal neue Abos neu durchstarten? Und warum nicht bei einer gemütlichen Runde Farmen sich einmal selbst vorstellen, für die, die es nicht kennen. Und dann einmal gucken, was euch hier zu erwarten habt. In Zukunft zum Thema, was hier abgeloadet wird. Auf jeden Fall Shooter. Nur Shooter, da ich auch nur Shooter spiele. Das geht von A bis PVZ. Ja, das heißt auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir alles an COD dabei. Eventuell gibt es demnächst noch eine Xbox. Da ich jetzt mit dem Rauchen aufgenommen habe, habe ich natürlich Kohle über und konnte meine Freundin davon überzeugen, dass man sich auch mal was gönnen muss. Ja, ganz klare Sache. Und dann dachte ich mir, warum nicht Xbox und Titanfall. Muss ich aber noch gucken. Alles doch in der Schwebe, grundsätzlich spricht eigentlich nichts dagegen. Shooter-technisch auf jeden Fall vorbestellt, ganz klar Advanced Warfare, werdet ihr auch viel zu sehen kriegen, denke ich. Wobei ich sagen muss, schwerpunktmäßig bin ich jetzt sehr viel Destiny unterwegs, und das habe ich auch hart angefixt, ist einfach so. Das ist übrigens mein Twink, mit dem ich hier farme. Mein Main ist mittlerweile Level 30 und... Ja, lieb bloß ein Homie. Ich habe gesehen, du hast schon ein Abo dagelassen, also wirst du das Video auch sehen. Das heißt, ich kann es ja mal erzählen. Homie ist so ein übelster Lootlacker, der kriegt einfach mal gar nichts. Also der geht wirklich Glaskammer und kriegt einfach mal nur Energien und Bruchstücke. Und Bruchstücke ist da wirklich schon das Höchste, was der gute Mann kriegt. Warum, weiß keiner. Aber das ist so sein typisches Lootlack. Und wenn man das Ganze so im Vergleich sieht... Das ist schon recht witzig, weil ich habe da meinen ersten Run gemacht und direkt das komplette Set aus dem Normalmodus rausgezogen. Das heißt, Brusthände, Stiefel, alles ein Run. Ja, und mit Twink scheint es sich durchzuziehen. Ich war gestern einmal, habe nur den ersten Boss gelegt und ich habe direkt die Hände bekommen. Das ist natürlich, ich war die Stiefel. Das ist natürlich sehr geil, ja. Nur Homie findet es nicht so geil und nicht so witzig. Ja... Alles klar. Und da er halt ständig am Boden liegt, nennt man ihn auch Kleber. Aber das sind so Insider-Klamotten, die werdet ihr dann auch so peu à peu mitbekommen. Denn mit Homie, der natürlich bei den Raids auch immer wieder am Stissel ist, werdet ihr es live erleben. Auch sein und mein Lootlack. Ich bin ein bisschen müde. Samstagmorgen, ich dachte, warte, dachte ich. Wenn du schon mal wach bist, dann kannst du auch eine Runde Farben gehen. Ja, und hier sind wir. Gut, allgemein war es das auch schon. Ich werde mal gucken. Ich wollte gestern auch schon ein Video aufnehmen bei unserem Kollegen Glasboss Endboss. Aber andauer, also es ist ja wirklich so, du rennst da durch die ganze Instanz, beziehungsweise durch den ganzen Raid und hast irgendwie ein, zwei Sachen vor. Und ich dachte, ja mein Gott, dann kannst du auch den Boss aufnehmen. Ja, und beim 50. Try habe ich dann einfach vergessen, die Aufnahme zu drücken. Ist einfach so. Ich werde mal gucken. Vielleicht kriege ich es mit dem Twink hier noch hin, dass ich heute noch eine Gruppe finde. Ist zwar Low-Level, aber Erfahrung ist ja da. Von daher, man kann auch viel mit Movement ausgleichen. Vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen. Dann gerne klicken. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ich heute Nachmittag noch sehr viel online sein werde. Ich werde auch erstmal die verschiedensten Sachen hochladen. Das heißt, PVZ wird auch noch folgen, damit wir hier einen Kanal haben, wo man sieht, der gute Mann, der lädt auch sehr breit gefächert hoch. Und da kommt ein Upload. Das heißt, da wird jetzt erstmal viel kommen. Viel Verschiedenes. Und dann werde ich einfach sehen, wo da der Schwerpunkt ist. Ich werde mir auch gerne anhören, was da gewünscht ist, damit wir einen, ja, vielleicht so einen Mittelweg finden, dass wir alle was da haben. Ich meine, was soll ich 1000 Sachen hochladen, wenn das keine Sau kriegt? Leute. Also, immer raus damit, was wollt ihr sehen, was nicht. Auch Destiny-mäßig, wollt ihr Glaskammer sehen, wollt ihr, was weiß ich, Höhlen der Teufel sehen, wollt ihr, ja, Tricks, Tipps, Tricks und Co. sehen. Ah ja, die Waffe hat auch einen Schlag zu bekommen aus dem Raid. Mit Schattenschaden, sehr gemütlich übrigens. Hat natürlich einen Recoil bis nach Mappen.
Aber okay, Leute, sagt einfach, was ihr sehen wollt und wir machen das klar, ist gar kein Thema. Auch dual-technisch und Cranky-Style, wie gesagt, das ist jetzt eher so ein gesetzteres Video. Da wird Cranky-Style natürlich auch einiges kommen, das heißt, ganz viel Safari. Ich denke, das ist ja, wenn man die Atmo hier schon sieht, das ist ja krass, bietet sich quasi für ein Safari-Video an. Wer es kennt, der liebt es natürlich, ne? Einfach mal langes Commentary mit ganz viel Dünnschiss und ich denke, da man hier ja, auch Maps hat, die länger als 10 Minuten gehen, kann man da richtig, richtig Gas geben, Leute. Oh, da haben wir abgesahnt. Siehst du, Lootlack. Da ist er wieder. Der Lootlacker. Der Lootlacker. Den Namen habe ich jetzt übrigens weg. Leute, das war's eigentlich. Erzählt euren Freunden von mir, ja. Duels für andere YouTuber. Gerne gesehen, gerne gemacht. Bin ich immer zu haben, egal wie groß der Kanal ist. Auch bei, keine Ahnung, 2 Abonnenten und so bin ich gerne dabei. Da bin ich überhaupt nicht fies vor. Und ansonsten einfach mal anschreiben, anschreiben und dann geht die Post ab, würde ich sagen. Ich fahre mir noch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch einen guten Morgen, ja. Erstmal gesund frühstücken. Ihr wisst ja, die Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr mir mitteilen möchtet, dann macht das gerne. Die Tage werde ich auch einen Facebook-Kanal einrichten, damit wir uns auch da über diese Plattform unterhalten können. Und wenn sonst irgendetwas ist. Also erstmal sowieso abonnieren, ne? Daumen da lassen sowieso. Und sonst einfach posten und dann mal gucken, was wir machen. Ghost übrigens werde ich nicht bringen. Und wenn ich Ghost bringe, dann wird es einfach nur ein Hater-Video, weil Ghost ist einfach scheiße. Das heißt, wenn ein Video kommt, das ich da hochlade, wird es entweder sauwitzig sein oder einfach nur deprimiert. Gut, das war's bis dahin. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Genießt den Samstag. Und ich guck mal, ob ich noch Glaskammer zusammengeschissen kriege. Alles klar, Leute. Bis dahin. Ich würde sagen, reingehauen. Ne? Ja, mehr kommt nicht. Alles klar. Bis dahin. Tschüss.